Ja, hallo meine lieben Leute, jetzt führen wir dieses interessante Gespräch fort und wir fangen damit an. Du bist einfach ein Narr. Achso. Okay. Du bist ein Idiot. Ein gefährlicher zwar, aber ein Idiot. All dieses Gerede von Schicksal und Bestimmung. Hades redet bestimmt genauso, nicht wahr? Man hält dich nur zum Narren. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne, Dunkel zu Licht. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf. Klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe. Was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Du Arsch. Ich befahl, alle Nora zu töten. Du dummes Arsch. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... Naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Ich muss weg. Warum Unschuldige töten, ganz ohne Gewinn? Reine Zeitverschwendung. Das stimmt. Ich bin nicht mal da, um zuzusehen. Wie dem auch sei, ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Ja gut, ich muss jetzt los. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer hat schon zugestochen. So viele Leute gibt es da. Irgendwo muss doch auch. Weißt du, irgendwo müssen doch mal Leute kommen, denen ich was schulde. Also, beziehungsweise die mir was schulden, weil ich denen geholfen habe. Die müssen doch mal jetzt mal für mich da sein. Karja-Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns. Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumstreifen? Wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Vor vielen Jahren,
Als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Hufen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne. Aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt. Lass sie die Erste sein von Tausenden. Wir sind im Arsch. Überbrücken. Ohne Waffen werde ich das Ding nie besiegen. Alle meine Waffen liegen oben auf der Plattform und ich komme nicht aus diesem Ring raus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Ich muss ihm ausweichen. Die Säule schwankt. Noch ein Treffer und die Säule bricht zusammen. Geschafft! Noch eine Säule und die Plattform kommt runter. Und damit auch meine Waffen. Meine Güte! Boah, Alter! Komm, lauf, 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 lauf! Ich sollte versuchen, den Behemoth zu den Säulen zu... Natürlich. Es kommt angezogen aus Staub hier raus. Ja! Superhelden-Action! Sammel Pflanzen! Ja, hallo, warte doch erstmal! Das ist ja hier kein Blutpflück-Simulator. Warte doch mal. Und versuch drei Pfeile zu machen. So. Mann, Gott!
hau ab. Ja, aber der dann. Und Pflanzen sammeln musst du. Oh! Das ist ja der Zeitlupe-Modus, ja gesagt. Sammel die Pflanzen schnell ein. Ja, warte mal, wer weiß, was als nächstes kommt. Er ist total fassungslos. Seid still! Ja, du musst dir Pflanzen holen. Was? Pflanzen musst du dir irgendwie sammeln. Guck mal, da kommen jetzt noch die Verderber. Warum überlässt du es ihn? Hol mich doch selbst! Jetzt kommt die fetteste Donnerkiffer rein, nicht? Fast. Geil. Geil. Silence. Er hat so ein Ding, ja, mega. Und alle hat er überbrückt. Geil, ja. Richtig geil. Verräter! Wow. Geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich hab grad Gänsehaut gekriegt, das war grad geil, wie ihr da angekommen habt. Aber das war auch klar mit der Staubwolke, ne? Sie geht dann nackt rein und kommt voll angezogen wie Superman, weißt du? Das erinnert mich gerade an den Trailer von Deadpool 2, Engel. Du bist hier. Wirklich hier. Hast dein Leben riskiert. Ja, natürlich. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber den brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Waren wir nicht da? Ja. Beim Dings, wo aufgemacht Maschine, sind, bei der Mutter? Hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Warte. Ja? Du kannst Maschinen überbrücken? Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen. Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich weiter ausgereift. Toll. Gern geschehen, schätze ich. Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte zwei Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Ich hab noch ganz viel. Da, ich will noch einmal wissen, dass Helis hat dich erkannt. Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Gut.
Ich werde gehen. Was es schlimmer macht, Helis hat Eclipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich. Ich melde mich später. Und einstweilen, falls du wieder ins Schatten-Kaja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt. Du denkst wirklich an alles, was? Einer muss es ja. Das ist natürlich mega. Aloy, wie cool. Ja. Als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker, ich war gemein zu dir. Ganz im Ernst. Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet. Kein Etwas, ein Jemand. Oh, wie schön. Ja. Yeah! Wie geil, ne? Ich hatte echt Gänsehaut, wo er da reingeritten kam. Richtig mega geil. Mega, super cool war das. Das Spiel ist einfach der Hammer. Ja, es gibt für mich auch kein besseres. Das ist wirklich der Hammer. Das ist wirklich das ganze Spiel, eigentlich bis jetzt, was ich... Ja. Weißt du? Also ich möchte noch nicht zu viel verraten. Wir haben noch was vor. Ja. Aber bis dahin ist es wahrscheinlich schon raus. Aber noch nicht raus. Aber egal, ich finde das einfach geil. Das Spiel ist genial. So, meine ich habe mich so drauf gefreut, als wir es gesehen hatten. Als wir uns die PlayStation 4 gekauft haben. Leute, wir haben sofort gesagt, wir müssen unbedingt Horizon haben. Und wir haben uns so drauf gefreut und dann haben wir uns das endlich gekauft. Ja. Und das ist der Hammer. So, muss ich mal kurz loswerden, okay? Ja, das ist ja auch mega, das Spiel. Es gibt kein geileres. Es ist einfach... Die ganze Geschichte dahinter, dann die Grafik und dann aber auch alles, was immer zusammenhängt. Ja. Ich finde das so wahnsinnig faszinierend. Du nimmst irgendwo eine Quest an und du hast dann so viele Nebenquests und das hängt alles irgendwo miteinander zusammen. Also jede einzelne Quest hat irgendwo auch doch eine wichtige Bedeutung. Ja. Und deshalb finde ich es auch gut, dass wir eigentlich alles bisher mitgenommen haben, was wir konnten. Wirklich, wenn man ja auf die Karte guckt, wir haben ja auch keine Quests mehr offen. Wir haben ja tatsächlich... alles gemacht. Ja, was klärt es auf? Irgendwo hängt alles miteinander zusammen. Ja. Ich finde es einfach, es ist Wahnsinn. Ich glaube, die letzten 5 Questen haben wir nicht auf Aufnahmen gemacht. Nee, die haben wir nicht als Aufnahme gemacht. Die aber sonst haben wir ja wirklich, also wenn man sich das anguckt, diese ganzen Sachen, die da halt miteinander verknüpft sind einfach, ne? Ja. Das ist echt das Hammer. Mega Spiel. So, ein langer Reitweg steht uns bevor. Meine lieben Leute, ich werde jetzt die Aufnahme beenden und werde bis hin zum Nora-Gebiet reiten, ohne Aufnahme, um dann ab dem Nora-Gebiet wieder aufzunehmen. Und wir werden gemeinsam herausfinden, was uns erwarten wird. So, aber zuvor könnten wir uns nochmal entscheiden, ja, Anführerschlag hätte ich gebrauchen können, weil die Eclipse war da. So, ich denke aber auch, drücke R1 und Menschen. Ja, das ist natürlich... Das ist gut. Ja, vor allem, weil wir jetzt auch gerade die Eclipse vor uns haben, macht das echt viel Sinn. So, ja, gut. Bis zum nächsten Mal und... Ciao, ciao. T-S-H... Nee, T-S-C-H-A-T-S-C-H-A-U. Ciao, ciao. Ciao, ciao.